Hallo alle, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Wir machen heute so eine richtig schöne Joghurtteschnitte, ohne viel Backen, weil es ist warm genug und der Ofen soll bitte ausbleiben, oder? Die Zutaten sind wie immer unten in der Infobox verlinkt, also da einfach mal schauen. Wir starten aber jetzt direkt ins Video und zwar damit, dass ich meine Sahne sofort wieder in den Kühlschrank packe. Die muss nämlich richtig knackekalt sein, bevor wir die nachher aufschlagen. Also die bitte im Kühlschrank lagern, bis ihr dazu kommt, die zu verarbeiten. In der Zeit, wo die jetzt im Kühlschrank lagert, habe ich mir meine so eine Handvoll, so 5, 6 Himbeeren so ein bisschen zerdrückt, gebe die jetzt zu meinem Wasser in meinen Topf und koche das Ganze jetzt mit meiner Agatine auf. Ich habe hier so Agatineblätter, aber ihr könnt auch ganz normale pulverisierte Agatine nehmen oder, wenn ihr das da habt, natürlich auch ein bisschen Gelatine. Hier aber darauf achten, dass ihr die Gelatine natürlich nicht aufkocht, sondern nur ganz leicht erwärmt. Genau. Aber hier könnt ihr sehen, meine Agatine habe ich so 2-3 Minütchen aufgekocht, so richtig stark aufblubbern lassen. Die löst sich dann komplett, habe die dann vom Herd genommen und lasse die jetzt erstmal abkühlen. In der Zeit geht es jetzt wieder zurück zur Sahne. Die wird aufgeschlagen, bis die richtig schön steif ist. Und dadurch, dass sie so richtig schön knackekalt ist, lässt sie sich auch wunderbar und total zügig aufschlagen. Also das sollte, wenn gut gekühlt, gar kein Problem sein. Ich habe dann in meine letzte Komponente meinen griechischen Joghurt, meine restlichen Himbeeren gegeben, einen Teil von meinem Zucker, den anderen Teil habe ich noch zu meiner Agatine-Mischung dazu getan, damit er sich gut lösen kann. Und jetzt wird hier verrührt. Dann, also die Zusammensetzung seht ihr jetzt auch, ist total einfach. Dann kommt halt die geschlagene Sahne in 1-2 Portionen dazu, wird untergehoben. Allein das sieht schon so appetitlich aus, ne? Oh, es war so extrem lecker. Ich verspreche euch, ihr werdet nicht bereuen, das nachzumachen. Weil das so erfrischend, lecker, sommerlich war. Hm. Gut, zurück. Also, die Sahne kam zur Joghurtmasse, ist einmal untergehoben worden. Ich habe dann eine kleine Menge davon zur Agatine getan, um das Ganze so ein bisschen anzugleichen. Dann kommt das wieder zurück in unsere eigentliche große Masse, wird untergerührt, bis wir so eine richtig schöne, geschmeidige, gleichmäßige, genau, Joghurtmasse haben und dann wird die in die Form gefüllt. Ich musste da ein bisschen fuschen, weil ich diese runde Form haben wollte und so eine Kastenform ist natürlich nicht rund, sondern eckig. Das heißt, ich habe mir hier so eine Papier, so eine Folie genommen, ich weiß nicht, wie die heißen, aus dem Büro, so eine normale Folie, habe die reingelegt, aber die ist nicht stabil genug, um diese schöne Kurve zu halten. Deswegen habe ich ein bisschen gebastelt, habe mir ein bisschen Pappe genommen, das noch da drunter gelegt, weil die Pappe stabil genug war, um diese schöne Kurve zu halten, diese schöne Rundung. Da dann die Folie reingelegt und da dann meine Masse drauf gefüllt. Und als das dann soweit alles drin war, natürlich einmal einigermaßen gleichmäßig verteilt und so dann für ja gute 2-3 Stunden in den Kühlschrank getan, damit die Agatine erstmal Zeit hat zu gelieren. Und nachdem das gekühlt worden ist, ist die ins Eisfach gewandert. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zusammen zu. Das dauert nämlich noch was. So, erstmal wunderbar, ab in den Kühlschrank. In der Zeit, wo das jetzt kühlt, habe ich mich um meinen Boden gekümmert. Dafür habe ich mir Kekse und Schokolade gemahlen und geschmolzen. Und verrühre die jetzt zu so einem richtig schönen Keksboden zusammen. Wenn ihr das lieber, diesen Keksboden lieber mit normaler Butter macht, wie das ja meistens gemacht wird, natürlich, dann würde auch das wunderbar funktionieren. Hier mit der Schokolade ist die Kombi aber einfach deutlich stabiler und trägt so unsere Sahne-Joghurtschnitte deutlich besser. Ist einfach viel, viel stabiler. Deswegen würde ich euch empfehlen, probiert es mal aus. Ist hier definitiv die Empfehlung. Besonders auch, weil Joghurtte natürlich kein Kekselement, kein richtiges hat, sondern eben ein Schokoelement. Also finde ich das doch etwas passender. Ich habe diese Schoko-Keksmasse hier auf Backpapier gestrichen und unter dem Backpapier liegt so ein normales Papier, wo ich meine Kastenformen mit umrandet habe, um zu wissen, wie groß mein Boden sein muss. Habe das dann einmal verstrichen, jawohl, einigermaßen gleichmäßig. Und so ist das Ganze dann in den Kühlschrank gewandert, damit das Ganze eben fest wird und wir das nachher als Boden benutzen können. Hier ging es dann weiter, einige Stunden später. Boden ist fest und, genau, und meine Masse ist schön fest, auch fest geworden, abgeliert. Ich musste den Boden dann ein bisschen trimmen, damit er wirklich gut in meine Form passt. Hab den dann oben drauf gesetzt und das Ganze dann geflippt. Und hier könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr so eine normale Keksboden-Buttermischung macht, ist das meistens nicht stabil genug und würde jetzt zerbrechen. Weil wir müssen das Ganze halt flippen, um erstens das Papier und auch die Folie zu entfernen und das Ganze dann so für einige Stunden in das Eisfach zu packen. Ich glaube, das wird die größte Hürde sein, Platz im Eisfach zu finden. Aber das muss mindestens 2 Stunden anfrieren, damit die Oberfläche kalt genug ist, um nicht durch die Glasur, die wir jetzt da drüber geben, die warme Schokoglasur, um nicht zu schmilzen. Das ist
tut mir leid, das ist das einzig Schwierige quasi an diesem Rezept. Eine angefrorene Schnitte für dann passende Schokoladenglasur, die da oben drüber wandert. Aber ihr gebt die einfach nur da drüber. Der Schritt ist dann wieder super einfach. Einfach nur drüber schütten, bisschen rappeln, eine Minute warten. Das zieht nämlich so schnell an, dadurch, dass es eben angefroren ist. Kann dann noch ein bisschen verziert werden. Joghurette hat ja diese Streifen oben drauf. Und dann habe ich das so auf meine Platte gelegt, die ich damals von meiner Omi bekommen habe. Und habe dann genossen. Ich habe das so mit an den Pool von meiner Schwester genommen und ich kann euch nicht sagen, es gab schon fast nichts Erfrischenderes. Der Pool war noch nicht mal so erfrischend wie diese extrem leckere Joghurt-Schnitte. Ich freue mich total auf euer Feedback. Schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben!